Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch TV und heute geht es um Lachsaktien. 10 Stück, viel mehr habe ich auch nicht gefunden. Es ist nicht so der Riesensektor, aber meiner Meinung nach noch der interessanteste Sektor im Agraraktienmarkt, was ja per se ein sehr, sehr schlechter Sektor ist, das ein Commodity-Business ist. Aber es kam mehrmals die Frage aus, Philipp, mach doch mal was zu Lachs. Und ich bin auch selber in Lachsaktien investiert. Ich weiß auch nicht, warum ich das irgendwie interessant finde. Ich esse selber ganz gern Lachs. Also in Deutschland ist eigentlich der einzige Fisch, den ich esse. Geht auch den meisten so. Also Lachs hat den größten Anteil an der Fischproduktion. Und irgendwie ist es, finde ich, auch ein schönes Produkt, weil viele Firmen machen halt die komplette Wertschöpfung, ne? Von dem Setzen der kleinen Fische, Fischfutter und Verkaufen. Warum hat sich das Lachs auch ganz gut entwickelt? Wie bei Immobilien auch, das Angebot ist einigermaßen beschränkt. Also Wildlachs ist ja inzwischen die Ausnahme. Der meiste Lachs wird in Aquakulturen hergestellt und das sind auch diese Aktien, um die es hier geht. Das ist ein bisschen besser für die Umwelt, auch nicht perfekt. Da gibt es auch immer mal wieder Krankheiten und die hinterlassen natürlich auch, sag ich mal, viel biologischen Abfall. Aber es gibt nicht so viele, Orte, wo man die hinstellen kann. Deswegen ist Norwegen zum Beispiel Weltmarktführer, glaube ich, bei Lachs. Da haben die viele Fjorde, da kann man die reinstellen. Dann Schottland, Färöer, Chile, Tasmanien. Also es ist ein bisschen beschränkt, wo man das überall machen kann. Und dadurch ist das Angebot, beschränkt. Die Nachfrage wächst. Ja? Fisch gilt als gesund und es ist das effizienteste tierische Eiweiß, Protein oder whatever. Also da muss man relativ wenig Futter reinstecken, um so und so viel Lachs zu bekommen. Rindfleisch zum Beispiel das Schlechteste. Das heißt, wenn die Menschheit sich auch durch Tiere ernähren möchte, dann ist Lachs noch relativ gesehen das Effizienteste. Und warum ich es auch ganz interessant finde, die hängen natürlich viel am Lachspreis, also per se ist schon ein Commodity-Produzent, aber dieser Zyklus läuft halt anders als die Weltwirtschaft und dadurch hat man auch eine gewisse Diversifikation. Ist auch nicht so wahnsinnig kapitalintensiv, sondern ich hänge eher an die Lizenzen vom Staat und da gibt es dann oft auch ordentliche Dividendenrenditen. Ja? Deswegen, ich werde jetzt die 10 vorstellen, am Ende des Videos gibt es dann die 5 Favoriten, warum ich die 5 noch am interessantesten finde. Ja. Weltmarktführer wäre Mowi, die hießen mal Marine Harvest, haben sich umbenannt, weil sie sich zur Marke ausbauen wollen. Das heißt, sie wollen irgendwie Restaurants gründen oder auch Lachs selber so als Premium-Produkt verkaufen. Bis jetzt ist ja irgendwie oft so, es gibt es als weiße Marke im Supermarkt oder Marken, die man nicht so unbedingt kennt. Und sie wollen halt Lachs zum Premium-Produkt noch mehr machen. Bei Lachs denkt man ja immer noch, ist irgendwie teuer. Und es ist ein Premium-Produkt, was per se ja jetzt nicht so stimmt. Wir haben ja gesehen, es ist der Fisch, der am meisten gegessen wird. Und ist inzwischen auch deutlich günstiger geworden. Und die machen auch so Sachen mit IT und sind komplett integriert. Und sind halt auch weltweit aktiv als Weltmarktführer. Das heißt, wenn in einem Gebiet mal irgendeine Plage mit irgendwelchen Lachsläusen gibt, dann sind die da nicht ganz so betroffen, weil sie es ein bisschen streuen können. Andererseits natürlich auch das Risiko groß, dass immer irgendwas ist. Aktie ist meiner Meinung nach aktuell fair bewertet, wobei das sind alles Schätzungen fürs nächste Jahr. Man muss wissen, der Lachspreis kam jetzt ziemlich nach unten. In China gab es ja mal, glaube ich, irgendwie berichtet, dass das irgendwie Corona übertragen kann. Das hat sich dann auch wieder ein bisschen neutralisiert, aber das tut natürlich die Nachfrage senken. Ich glaube, das wird sich auch immer so wieder ein bisschen erholen. Und man hat halt immer diese Zyklen, weil so bis so eine Ernte fertig ist, dauert es halt immer 2-3 Jahre. Das nächste wäre Krieg Seafood. Ist ein relativ günstiger Anbieter, auch Kräut gestreut, hat das Angebot ausgeweitet, wollen sich auch noch mehr Richtung Fischverarbeitung entwickeln und die Familie kontrolliert ist. Vielleicht ist deswegen günstiger, trotzdem als Value-Investor finde ich das wirklich noch fair bewertet. Also auch nicht nur für Lachs-Interessenten. Das nächste ist keine typische Lachs-Aktie, sondern eigentlich eher ein Startup, ist auch noch hochdefizitär her, deswegen sehen wir hier kein faires KGV, das wäre Atlantic Saphir. Die wollen Lachs an Land herstellen, hört sich natürlich jetzt erstmal verrückt an, aber ja, wenn ich es halt in den Fjorden, wenn es dann immer die Lachsläuse gibt, gibt viele Krankheiten, das kann ich halt besser an Land kontrollieren und wenn ich halt in Florida frischen Lachs haben möchte, dann kann der halt nicht vor Ort produziert werden. Das kann ich ja mit so einer Anlage machen. Wenn man da Premiumpreise verlangen kann, kann das funktionieren. Hört sich aber relativ schwierig an. Da im Meer kann ich natürlich von vielen Sachen profitieren, die mich nichts kosten, wie das Plankton und das ganze Wasser und Kühlung. Deswegen glaube ich, ist es schwierig, dass sich das irgendwann rechnet.
aber als Spekulation kann man das mal machen. Die Premium-Aktie im Lachsbereich ist für mich Backerfrost, gilt auch so. Die sind ganz auf die Färöer konzentriert, sind da, glaube ich, auch der größte Arbeitgeber und setzen sehr auf nachhaltigen Lachs, also tun relativ wenig Medikamente verwenden. Dafür ist die Aktie auch ein bisschen teurer, produzieren auch ihr eigenes Futter, haben dann so die Kontrolle. Deswegen kann ich da ein bisschen höheres Multiple anlegen, aber Aktie wird auch immer relativ hoch bewertet. Haben auch so ein bisschen Wildlachs, auch mit Schottland mit dabei. Also deswegen ist die Aktie zum Beispiel wie Gimfolio nachhaltige Dividendenstars, auch andere, aber da finde ich, passt die vom Thema gut rein und ist auch noch fair bewertet, ohne unterbewertet zu sein. Auch interessant und einigermaßen groß und bekannt wäre Salmar. Sind sehr auf Norwegen fokussiert, haben da über 100 Lizenzen. Und das Spannende an Salmar ist, das sehen wir hier, die haben so eine Offshore-Farm. Ja, also bis jetzt sind diese Farmen, wie gesagt, in diesen Fjorden irgendwie an Land festgemacht. Also das Wasser ist halt dann, weiß ich nicht, 30, 40 Meter tief. Und es verschmutzt halt auch dann halt diese Fjorde oder diese Krankheiten können sich da mehr ausbreiten, weil da auch nicht so frische Strömung ist. Wenn ich das jetzt offshore machen würde, wie es ja auch die echten Wildlachse machen, dann glaube ich, hab ich da mehr frisches Wasser und das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Die ersten Tests sollen gut gewesen sein. So ein Ding kostet natürlich was, aber das würde, glaube ich, auch noch einige Umweltbedenken neutralisieren. Plus, ich bin nicht abhängig von diesen Lizenzen. Andererseits, wenn das dann alle auf diesen Offshore-Farmen machen würden, würde das Angebot natürlich auch stark ausgeweitet werden können. Es ist sicherlich nicht so einfach, sonst hätten es auch irgendwie schon Chinesen oder andere gemacht. Aber wer an diese Sache glaubt, ist sicherlich ganz spannend. Das wäre die Salmar-Aktie, finde ich auch noch interessant. Auch noch bekannt wäre Leroy. Seafood ist auch ein weiterer Lachsproduzent. Da hält er die Mehrheit, die Austevoll Seafood, das auch so ein Fischereikonzern ist, würde ich sagen, ist eher so ein MeToo-Anbieter, aber auch relativ groß. Man kann das auch über die Austevoll, ich denke, ich spreche es falsch aus, abdecken, die irgendwie 50% an Leroy halten. Die haben auch noch viele andere Fischereisachen und Fischerboote. Deswegen ist die Aktie auch deutlich günstiger bewertet. Könnte für den einen oder anderen Value-Investor was sein. Aber es ist halt auch immer die Frage, wie viel die Leute bereit sind, für so einen Fischereikonzern zu zahlen. Denn da bin ich auch immer abhängig von den Fangquoten. Und auch eine sehr politische Sache, wo ich, glaube ich, auch nie so richtig viel verdienen kann. Jetzt kommen wir noch zu ein paar unbekannten Sachen, die aber trotzdem interessant sein könnte. Das eine wäre die Tassal Group, die galt lange Zeit als Premium-Anbieter, ist jetzt ein bisschen runtergekommen und ist der führende Lachsproduzent in Australien. Also Australien, wo soll da Lachs sein? In Tasmanien gibt es auch ein paar Stellen, wo man das machen kann und haben auch ein bisschen Krabben. Wie gesagt, das Volumen ist so gestiegen die letzten Jahre. Aktie war lange teuer, jetzt ist es ein bisschen günstiger, wobei die Frage ist, inwieweit die Schätzungen da jetzt noch richtig sind, dass halt auch mal am Lachspreis ist. Der Vorteil von der Tassal Group, Australien ist ein bisschen näher an Asien und da ist natürlich auch eine hohe Nachfrage nach Lachs. Und auch der lokale australische Markt ist natürlich auch zahlungsbereit bei sowas. Ja. Und, sag ich mal, auch für Hardcore-Lachs-Fans, die sich für das Thema interessieren, wäre auch Salmones Camanchaca mal interessant. Das ist ein chilesisches Unternehmen, was aber auch in Norwegen gelistet ist. Ist extrem günstig, machen aber auch normale Fischerei, deswegen ist faire KGV niedriger und ist auch ein Small Cap und ich habe noch ein höheres Länderrisiko. Trotzdem hat eine hohe Dividendenrendite, ist günstig bewertet, also kann man sich auch mal anschauen, wenn man einfach den günstigsten Anbieter haben möchte. Ja? Und die 10. Aktie, aber denke ich für mich auch nicht so interessant, wäre Norway Royal, eher auch so ein MeToo-Anbieter, stark integriert. Es gab mal so ein bisschen Probleme mit den Namen, weil es ist aus Norwegen, da gibt es auch ein Königshaus und sie haben sich einfach so Royal genannt, ohne große Absprache angeblich. Vielleicht gibt es eine gewisse Übernahme-Fantasie, aber ist, denke ich, die Aktie auch aktuell so fair bewertet. So, was sind jetzt meine 5 Favoriten, je nachdem, was man halt irgendwie haben möchte? Ich finde den Markt per se interessant, der ist ja auch die letzten 10, 20 Jahre gewachsen. Und wenn man im Agrarsektor was machen möchte, ist das vielleicht das interessanteste Sektor und da konnten auch hohe Renditen erzielt werden. Also einige Milliardäre aus Norwegen kommen von diesem Lachs-Sektor, was ja normalerweise, sag ich mal, wenn ich Weizen anbaue, weniger ist. Wenn man es sich einfach machen will, kauft man einfach Mowi als Marktführer, weil das ist ein Commodity-Business. Ich kann die Sache nicht so viel anders und besser machen.
als meine Konkurrenz, dann habe ich halt immer so gewisse Skalenvorteile, wenn ich der größte Anbieter bin. Dann Backerfrost, wenn ich Wert auf Nachhaltigkeit und Qualität liege. Salmar, wenn ich dieses Offshore-Becken sehr spannend finde. Saphir, wenn ich auch in ein Startup investieren möchte, was aber sehr spekulativ ist. Und wenn ich in Value investieren möchte, dann vielleicht noch Krieg oder halt dieses Salmonis Kamanchaka. Aber da habe ich halt das Länderrisiko und ist auch sehr kleine Firma. Ja. Das waren also 10 Lachsaktien vorgestellt. Ich weiß, es gibt wahrscheinlich nicht viel mehr. Was ist euer Favorit? Habt ihr das im Portfolio? Ich finde es für ein Dividendenportfolio zur Beimischung so eine Lachsaktie, wie gesagt, ganz interessant. Halt auch wegen diesem unabhängigen Zyklus und doch einem strukturellen Wachstumsmarkt. Aber man muss halt wissen, es ist ein Commodity- und Agrarbusiness, wo man jetzt auch wahrscheinlich jetzt nicht die 20% pro Jahr langfristig machen kann. Aber vielleicht so um die 10 oder sowas. Aber alles keine Empfehlung, einfach nur so meine Gedanken. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Und wenn dir das Video gefallen hat, gerne auch teilen, irgendwie auf deiner Facebook-Seite oder weiterschicken für jemanden, liken und natürlich dem Kanal beitreten, wenn du es noch nicht getan hast.